Willkommen zurück zur 105. Folge von Waffel. Genau. Und einen weiteren Versuch für den Arsch. Nein, für die Vectis. Dieses Mal. Für was? Wir fahren diesmal die Vectis. Was für ein Ding? Vectis. Sehe ich weg und ist Tisch. Genau. Das ist das Sniper-Gewehr. Diesmal mobile Verteidigung, weil wir haben gedacht, nach so viel Verteidigung und was war's, Überleben. Mach mal ein bisschen was Abwechslungsreiches. Och, wirklich echt Eisnot. Wirklich. Und ich teste jetzt gerade mal die Atomos. Und bin bisher erstmal ziemlich positiv, ehrlich gesagt. Die springt aber nicht weiter, gell? Ich glaube auch nichts gemerkt, gell? Was springt weiter? Die Atomos. Ich bringe gar nichts. Weißt du, wie bei der Ambrex oder so? Naja, aber bisher bin ich positiv begeistert. Und dabei hat die eigentlich noch ziemlich viel Luft nach oben. Gut, ist das auch nur T3, ne? Und Gott, der hat Volt dabei, ne? Das ist halt schon so schnell. Nein! Ich bin am Ziel vorbeigelaufen. Ist ein Fall. Nein, ich bin wieder normal, voll langweilig. Also die Atomos erinnern dann irgendwie auch an die Senoid Gamma Core. So ja, vom genau. Tragen her und sowas. Ich voll deiner Meinung. Was? Ich voll deiner Meinung. Nicht so? Weil ich die weiß, wie die andere ist. Nicht so. Ja, ich meine vom Handling her war es auch so dieses Strahlding und. Ich kann sie irgendwie noch nicht richtig einschätzen. Irgendwie ist sie zwar cool. Aber. Naja, wie soll ich sagen, ist es noch nicht so. Oh, ich brauche sie unbedingt. Ich bin 80% von den kackten Waffen. Ja, das ist halt echt so. Oh, jetzt kann ich wieder durchdrehen. Ich habe Speed gefressen. Ich bin auf Speed. Jetzt bin ich nicht mehr auf Speed. Und ich habe keinen Gegner. Okay, also die Atomo springt doch weiter. Hab's gerade gesehen. Also zumindest einen Gegner weit habe ich gesehen. Was springt weiter? Die Kugel. Also der Abpraller. Strahl. Der springt direkt weiter auf den nächsten Gegner, also. Ja. Also hat schon mal was. Das hätte ich nun mal eigentlich ganz gerne gesehen, wenn mehrere Gegner da sind, aber die sind alle tot. Wollt du mehr? Boah, meine Waffe ist so fett, die ist so fett, aber ich töte keinen. Ja, tötet ruhig alle, dass ich sie gut testen kann. Sack! Ja. Hey, so. Also demnächst werden wir wahrscheinlich auch mal wieder ein neues Vorstellungsvideo machen. Mit Trinity. Mit der Trinity. Und die mal ein bisschen vorstellen. Weil da nur einer gewünscht hat, was er sehen will, macht mir halt das, was der eine gesagt hat. Ja, da hat er zu Recht gesagt, jedes Mal sagen wir, sag jedes Mal drin ist hier und nicht, zeig dir's. Also hat er es nicht gesagt, aber er hat natürlich schon recht. Deswegen holen wir das nach. Und man muss dazu sagen, dass der Trinity eigentlich auch einer von den Warframes ist, die am wenigsten genutzt werden. Weil sie anstrengend ist. Ja, die anstrengend ist, aber die aber auch, sag ich mal, am meisten supportet. Ja. Ich weiß, deswegen ist sie anstrengend. Ja. Okay, also so stark ist er jetzt auch nicht. Da war kein Panzer da, obwohl ich Strahlung und Virus habe. Hat also ein bisschen länger gedauert. Und. Fahr mal. Wow, er ist echt. Haben wir einen Fahr mal gekriegt? Wow. Haben wir einen Fahr mal gekriegt? Wow, oh, ich ist so fett.
Scheiße, ich kann sie behalten. Klappt nicht. Scheiße. Also auf jeden Fall brauche ich die. Hat Thomas jetzt vielleicht nicht mehr mitnehmen? Sollen wir nochmal machen, oder? Ja. Machen wir schon. Ja, ne. Ja. Was verlassen. Oh, scheiße, Hotel. Hm? Was war's? Ja. Mobile Verteidigung. Wieso Turm 1? Hm? Wieso macht er Turm 1? Weil es glaube auch Turm 1 ist. Aber mir egal, wenn der nicht will, dann. Es ist mein Jack wie Haus. Ja, mir auch. Das sind auf jeden Fall wesentlich schwere Gegner. Da kann ich auch mal ruhig ein bisschen mehr Crap-Equipment mitnehmen. Was ist bei Turm 1 schwerere Gegner? Ne, bei so starken Gegnern kann ich auch Crap-Equipment mitnehmen. So Crap. Scheißdreck! Jo! Scheiße, der Dreck! Ich habe quasi die Hitze gespürt. Ich habe die Angst in deinen Augen. Bist du bloß neidisch? Ich weiß. Ich würde auch gern von mir eine gescheuert kriegen. Boah, auf der Hoch, mein Junge. Der Matlib, ne, der hat echt. Die Farbwahl ist schon richtig gut. Richtig deutsch. Bist du deutsch? Ich bin ein Deutscher. Weit. Der bricht dir in den Glaubsgenick. Okay. Welch ein Arschloch. Ich weiß nicht, ich finde meine Ambrex nicht schlecht. Die musst du auch noch ein paar Mal zurücksetzen, aber und das ist anstrengend. Ja, ich finde die irgendwie gut. Die anstrengend ist nervig. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, Ambrex ist eine gute Late-Game-Waffe, um viele Gegner quasi zu schädigen. Weil die Angewohnheit hat, und nicht die Angewohnheit, sondern es ist so, dass der Strahl auf die weiteren Gegner überspringt. Das heißt, wenn es... Gewöhnt sich die Waffe aber an. Richtig. Das ist eben der große Unterschied zu vielen anderen Waffen, dass sie nicht nur Single-Target, sondern Multi-Target hat, und dadurch kriegt man quasi im Endeffekt einen viel höheren Schaden hin, als man eigentlich will, kann, könnte, mit einer anderen Waffe oder so. Das stimmt, dass sie auf jeden Fall auch einen hohen Energieverbrauch hat, aber da ist meine Empfehlung nicht einfach den Button durchgedrückt halten, ne? Sondern immer quasi wie so eine Art Halbautomatik. Das spart Munition und ist genauso effektiv. So Pipi-Kacke, Tom 1, echt. Ja, weißt du, was lächerlich ist? Ich hab gerade eben schon wieder einen Argon-Kristall gekriegt. Ich habe jetzt auch alles gebaut, wo ich einen Argon reinhauen kann. Okay. Weil sonst habe ich nachher wieder... Ich brauche einen Argon. Nein, ich muss nachher erst mal gucken. Ich krieg keinen. Ich habe jetzt auch die ganzen scheiß Skin-Masken gebaut, einfach, dass er weg ist. Die, wo Argon brauchen? Mhm.
Boah, das ist viel los. Ja, ich mach dir alle kaputt, meine Armbrechts. Guck, wie die alle hier sterben, wie die fliegen. Überall rot, krit, gelb, alles. Voll cool. Und dadurch, dass die Waffe halt auch Kritz kriegt und teilweise auch rote, macht die halt dann schon enorm viel Schaden. Jetzt weiß ich, warum so wenig los ist, weil sie alle mit meinem Stamm versterben. Ja, genau. Ich bin gar nicht mehr gewohnt. Ja, komm, halt die Klappe. Aber der ganze macht irgendwelche hohe Scheiße, wo du 4-5 Mal stampfen musst. Ich hör grad bloß. Ganz fick dich. Ich hör bloß, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich. So langweilig, so langweilig. Ich stecke hoch vor Langeweile. Was gehst du hoch? Da gehst du hoch vor Langeweile. Aber ich ein Tier. Was soll ich denn fertig? Ach was, echt? Ich laufe hier noch rum. Du bist ein. Bist da ganz von alleine drauf gekommen? Fick dich. Boah, ist falsch. Bisschen zu weit auseinander. Ach, ihr könnt mich alle mal. Wir sind schon hier. Ich hab's gewusst. Camera Prime sieht echt aus wie so eine Bauchflasche mit Henkel. Ich hab ein Waschen, die fliegt nicht mehr her. What? Sagst du? Zwei Stück. Hey, weg das Brambler-Pose. Wuhu! Wir haben's gekriegt. Wir haben wirklich nix. Doch, wir haben's gekriegt. Cool. Und das nach. Das wollten wir jetzt farmen. Ja, das wollten wir jetzt farmen. War cool. Ja, nach anberaumen 12 Minuten. Würde ich auch sagen, haben wir diesmal eine kurze Folge. Und was brauchen wir dazu? Die keine einzelne Teile? Nein, Quatsch, die braucht gar nichts. Die fahren wir jetzt auch nicht. Für was habe ich die Scheiße angefahren? Den Rest fahren wir so. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Waffe. Genau.